What's Buddy gotta do? What? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17. Heute mit dem Nordderby Bremen gegen den HSV. Und es wird ein Heimspiel für den SV Werder Bremen. Das Hinspiel haben wir ja, ich weiß nicht mehr wie hoch es war, ich glaube 4-1 gewonnen. Und ja, da sehen wir die Tabelle. Die Bayern sind punktgleich mit uns. Also wird das nochmal ein hartes Rennen, dadurch, dass wir das letzte Spiel gegen Frankfurt verloren haben. Was unsere Siegesserie ein bisschen dahin geblättert hat, wenn man das so nennen möchte. Nach, ich weiß gar nicht, 6-7 Spielen ohne Niederlage, war dann Frankfurt die erste Mannschaft, die uns wieder bezwingen konnte. Wie schon in der Hinrunde. Was etwas ärgerlich war. Da wir eigentlich gedacht haben, wir haben uns ein bisschen abgesetzt, was aber anscheinend nicht der Fall war. Also müssen jetzt leider, das heißt leider, müssen die Hamburger jetzt hoffentlich looten. Das ist übrigens der 29. Spieltag, dieses Spiel. Also so ganz so viel ist nicht mehr zu spielen. Und ja, wir haben die Euroleague so gut wie sicher. Das heißt, international sind wir nächste Saison auf jeden Fall dabei. Aber wir wollen natürlich nicht nur die Euroleague. Wir wollen natürlich in den Champions Cup und uns da beweisen. Dafür müssen natürlich müssen weitere Siege her, eigentlich. Und ja, da schauen wir doch mal, was wir jetzt noch gebacken kriegen. Ob wir es schaffen, den HSV im zweiten Nordderby der Saison wieder zu besiegen, was natürlich optimal wäre, da wir ja punktgleich mit den Bayern sind, ist jetzt eigentlich Pflichtprogramm, die letzten Spiele zu gewinnen, was glaube ich nicht ganz so einfach werden wird, da unser letztes Spiel gegen die Dortmunder sein wird. Die haben wir im Hinspiel, haben wir das Spiel leider sehr knapp 2-1 verloren. Was sehr, sehr ungünstig war. Aber kann man halt nicht ändern. Müssen wir es halt so regeln. Nein. Das ist doch nach einem fast guten Konter aus. Wenn sich Pizarro da durchsetzen könnte und die Lady nicht den so verziehen würde. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Das Spiel hat erst angefangen. Oh. Ach so, eine Sache noch. Was mir überhaupt nicht gefallen hat. Eigentlich ist es egal, möchte ich nicht sagen, aber es nervt. Wenn hier Leute meinen, sie müssen sich die Videos angucken und einfach den Daumen nach unten drücken. Dann habt den Arsch in der Hose. Dann habt doch wenigstens wirklich den Arsch in der Hose, Kommentar drunter zu schreiben, was euch nicht gefällt an diesem verfickten Video. Nein, da habt ihr Schwänze in... Habt ihr nicht die Eier in die Hose, sondern einfach mal einen Daumen nach unten geben. Alles andere ist scheißegal. Wenn ihr einfach mal reinschreiben würdet, was euch nicht gefällt, aber da es ja nichts gibt, was euch nicht gefallen könnte. Pure Neid. Auf unsere 19 Abonnenten. Was Widerliches. Einfach mal die Eier in der Hose haben, zu schreiben, was euch nicht gefällt. Dann können wir das auch ändern. Wir möchten ja, dass euch die Videos gefallen. Also, beim Daumen nach unten bitte einen Kommentar da lassen. Bitte, 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 damit wir das ändern können. Ansonsten fickt euch.
So. Und dann alle anderen. Viel Spaß beim weiteren Video gucken. So. Wir haben eindeutig die besseren Chancen bisher. Aber das heißt ja immer nichts. Stream müssen wir unbedingt gewinnen. Nicht nur, weil die Punkte wichtig sind, sondern weil es auch der HSV ist. Da ist natürlich ein Siegpflicht. Mit nichts anderem möchte ich hier rausgehen als einem Sieg. Chiré. Alter, auf der anderen Seite pfeifst du das und hier nicht, oder was? Willst du mich verarschen? Meine Fresse, ey. Oh. Was macht der denn da? Flachkörper? Spitzelt er mal den Ball weg. Nein, der ist im Abseits. Ich geh nicht hin. Nö, 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 ich bleib weg. Ja, dann ist die Saison auch schon bald wieder vorbei. Was wir nächste Saison reißen können, international. Noch einmal ein paar Spiele. Wir haben auch noch ein Pokalspiel. Wenn es gut läuft, haben wir sogar noch zwei Pokalspiele. Wenn es schlecht läuft, haben wir noch eins. Aber wir gucken mal. Das Pokalspiel ist übrigens gegen Augsburg. Halbfinale. Oh ja, da ist er drin. Delaney. Delaney. Sehr schön, Delaney. Erst noch gehalten von Martinia. Aber dann kommt Delaney und lupft ihn rüber. Nichts zu machen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Können wir doch gleich schon mal in die Halbzeit gehen. Dann gucken wir, was wir in der zweiten Halbzeit noch schaffen können. Ah, Chiré. Mann. Der ist weg. Was? Der war doch für mich. Ja gut. Na gut, dass Wallace nichts kann. Edgar Wallace. Ja, also ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Aber da war niemand. Was ist denn los mit dir? Nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Schön vorbereitet von Pizarro und trocken ins rechte untere Eck. Tor Nummer 12. Tor Nummer 12. Top Neuverpflichtung, würde ich sagen. Sieht man ja. Ah, die Hamburger lassen die Köpfe schon hängen. Stilleres 2-0. Es gibt überhaupt keinen Grund, eigentlich die Köpfe hinzulassen. So, wir machen schon mal eine kleine Auswechslung. So, Kainz kommt für Junosovic. Man hat ja so am Samstag gesehen gegen RB Leipzig, dass Kainz auch Tore machen kann.
wenn er denn mal seine Chance kriegt zu spielen. Was ich übrigens sehr gut fand, dass er mal gespielt hat. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe in irgendeinem Video. Auch wenn mir aufgefallen ist, dass ich Kainz auch ziemlich wenig spielen lasse. Der geht weit rüber. Ja, moin. Ich gucke zu viel Montana Black Videos. Fällt mir gerade mal auf. Ich fange mittlerweile auch schon an, wie er mit seinem ja, moin. Aber ich gucke seine Videos auch sehr gerne. Am liebsten würde ich mal gegen Monte FIFA spielen, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Oder mal gegen andere YouTuber ein bisschen FIFA. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Nein! Oh, 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 oh. Ich dachte schon, es wird ein Eigentor. Da habe ich schon mit gerechnet, dass der ins eigene Tor gehen würde. Aber dem war zum Glück nicht so. Pingpunkt. Komm, Schinkel, lauf. Ja, moin. Da ist das Update bereit zum Installieren. Jetzt nicht. Gar nichts war das. Oh, das war aber Schiri. Schinkel hat einfach kein Glück. Mensch. Gib mir den Ball. Ach, keine Chance gegen die Welt. Ist da... Team of the Week. Scheiße, bisschen zu weit vorgelegt. Passiert. Schiri, das kann man aber auch pfeifen, ey. Junge, 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 Junge. Eine Auswechslung haben wir noch. Pizarro geht raus und da kommt unser neuer Pizarro. Gucken, ob er uns noch ein Tor beschert. Abdul Majid. War das. Was? Willst du mich verarschen? Das war doch kein Foul, Alter.
hat er ja vorbeigeguckt, der Vitor. Das war ein schlechter Pass. Oh, was versucht er denn da mit dem Kopf? Ach, Gnabry. Du bist jetzt mit der Kopfverlung, ja, das war Joru ist ein Hamburger. Das war Junosevic. Scheiße. Den hat er mir natürlich locker abgenommen. Oh, Schinkel, es soll einfach nicht klappen mit deinem ersten Tor, glaube ich. Hat Martin ja was dagegen? Ein Video gesehen. Aber ich habe leider keinen, auf den das sprechen würde. Oh, jetzt bloß nicht in Konter laufen, Freunde. Schinkel, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein, dass du Tor machst. Ja, nächstes Spiel. Jetzt sind wir wieder gegen Ingolstadt dran. Da kommt da schon mal das Pokalspiel. Ne, eigentlich müsste erst noch Ingolstadt kommen vorher. Und das war der Schlusspfiff. Und damit gewinnen wir das Nordderby auch im Rückspiel mit 2:0 durch 2 Tore von Thomas Delaney. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das Video, macht einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht gerne auch einen Daumen nach unten. Schreibt aber wenigstens dann dabei, warum es euch nicht gefällt. Und in dem Sinne, macht's gut. Ciao.